Ja, wir haben hier eine Lackstofffalle für den Borkenkäfer. Der Borkenkäfer wird hier mit einem Sexuallackstoff, einem sogenannten Pheromon, angelockt. Kommt dann hier rein, geht in den Schlitz runter. Und unten dran haben wir Gefäß, wo dann der Borkenkäfer reingeht und hier unten gefangen wird. Anschliessend tue ich jetzt die Borkenkäfer zum Töten in die Mikrowelle, dass dort dann auch schnell getötet werden. Und dann tue ich es im Wald raus, dann dienen sie noch als Nahrungsmittel für Vögel oder andere Insekten.